Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu Game 2. Während es draußen immer kälter wird, haben wir hier bei Game 2 die richtig heißen Themen. Na ja, zumindest eins, ne? Need for Speed Heat. Ja, aber bevor wir uns die Finger verglühen, machen wir als erstes mal einen Abstecher zu Planet Zoo. Und nach London, da ist nämlich die große Xbox-Party X019 und die startet jetzt. Was? Oh shit, schnell mit dem Intro. Schluss. Intro. Aus London und hallo von der X019, das ist Microsofts Hausmesse und Community-Event, wo jede Menge Spiele gezeigt werden. Einige davon haben wir schon mal gesehen, auf der E3 zum Beispiel, aber einige davon sollen auch komplett neu sein. Und welche das sind, das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Kommt mit. Fangen wir mal an mit Skatebird. Könnte das ein Geheimtipp sein? Schließlich bin ich hier ein kleiner, dicker Vogel auf einem Skateboard. Nee, knallt leider gar nicht. Die Steuerung ist komisch und das Demo-Level langweilig. Sorry, kleiner dicker Vogel. Kann dann Streets of Rage 4 was? Naja, schon. Sieht nett aus und spielt sich auch okay, aber ist halt nur Streets of Rage. Mehr als da läuft man von links nach rechts und verkloppt Gangster, kann man dazu auch nicht sagen. Und was ist das da? Kart Rider Drift? Aha, ist ein Free-to-Play-Kart-Racer mit extrem hohem Niedlichkeitsfaktor. Das Ding gibt's in Südkorea übrigens schon seit 2004. Ihr seht, auf der diesjährigen X019 gab's eine Menge Füllmaterial. Aber nicht nur. Überraschenderweise war hier auch ein neuer Titel von Obsidian Entertainment spielbar. Und das, obwohl die doch gerade erst The Outer Worlds rausgebracht haben. Das Teil heißt Grounded und ist ein Koop-Survival-Abenteuer, in dem sich geschrumpfte Kids gegen eine feindselige Insektenwelt wehren müssen. There's a base building mechanic where you can build, you know, your basic wall structures, you can build floors, doors, you will also have traps to help deal with the different types of, you know, gameplay and fighting mechanics that each of the bugs present. There will be a variety of armors you can build that, you know, they give you different hit point reductions or they might provide you certain status effects that will help you combat enemies a different way. So, you know, there's a lot of different ways to approach how to handle each of these hazards. So richtig neu ist das Spielkonzept zwar nicht, Survival-Games mit Crafting-Systemen gibt's ja einige, zum Beispiel Rust, Ark Survival Evolved oder The Forest. Interessant war hier aber der Kontrast zwischen Knuffigkeit und Grusel. Solange die Insekten einem nichts Böses wollen, sehen sie unglaublich niedlich aus, aber wenn sie ihren Angriff auf die Basis starten, kriegt man fast ein bisschen Schiss vor den Viechern. Grounded soll schon im Frühling nächsten Jahres im Game Pass für Konsole und PC erscheinen. Allerdings im Rahmen des Game Preview Programms. Sprich, das Spiel ist auch dann noch nicht fertig, kann aber schon mal gespielt werden. Early Access halt. Noch was sagen? Oh, guck mal hier. Das ist ein bisschen interessant, finde ich. Ebenfalls in die Sparte Co-op Survival fällt Project Resistance von Capcom, das auf der Tokyo Game Show im September erstmals gezeigt wurde. Es geht um vier Teenager, die gemeinsam aus zombieverseuchten, mit Fallen gespickten Labors fliehen müssen. Der Clou ist aber, dass ein fünfter Spieler die Rolle des sogenannten Masterminds übernimmt und damit die Kontrolle über die gesamte Umgebung hat. Hier auf der Übersichtskarte sehen wir, wo die ganzen Zombies stehen und wo die Leute rumlaufen. Ja, die haben eigentlich echt eine Menge Probleme, würde ich sagen. Er kann Fallen platzieren, Türen schließen, Lichter löschen, Monster erscheinen lassen und auf Wunsch die Monster auch selbst steuern. Ich darf jetzt einen Tyrant hinsetzen. Den finde ich, der ist ja echt ein bisschen imbar. Die Idee ist super, um die Umsetzung ist soweit auch okay. Bis auf zwei Dinge. Erstens, wenn sich mehrere Figuren auf einem engen Korridor treffen, wird's arg chaotisch. Und zweitens, als Mastermind ist man aktuell zu mächtig. Wenn man gebündelt ein paar Zombies auf die Überlebenden loslässt, noch eine Falle auslegt und dann auch noch einen Tyrant selbst steuern darf, dann haben die vier Überlebenden nicht mehr viel zu lachen. Ich glaube, sie haben es nicht geschafft. Ich glaube, ich habe gewonnen. Nächster Halt, der Microsoft Flight Simulator. Ich hatte erst ein bisschen Respekt davor, selbst ins Cockpit zu steigen. Schließlich habe ich mit Flugzeugen nichts am Hut.
Doch nach einer kleinen Einweisung konnte ich die Maschine tatsächlich starten und einen kleinen Rundflug über Seattle machen. Was soll ich sagen? Es war absolut beeindruckend. Was sich da vor mir und unter mir ausbreitete, sah der echten Welt einfach verdammt ähnlich. Wahrscheinlich wäre es nicht mal falsch zu sagen, es ist die echte Welt, denn schließlich basieren die virtuellen Landschaften auf aktuellen Satellitendaten der echten Welt. Wir haben jetzt Satellitendaten für die ganze Welt, wir haben haufenweise Städte in 3D. Die Auflösung ist bis zu 5 cm pro Pixel, das heißt, man sieht so ziemlich alles. Und damit kannst du halt eine ganz andere Flugsimulator bauen, als was jemals vorher möglich war. Früher war es so, da hat man 50 Gebäude irgendwo auf die Welt gesteckt und hat gesagt, das ist Chicago. Unser Chicago hat jedes Haus, das es gibt in Chicago. Gleiches gilt fürs Wetter. Das basiert nämlich auch auf Echtzeitdaten, die während eines Fluges aus der Cloud gestreamt werden und so für sprichwörtlich realistische Witterungsverhältnisse sorgen. Wenn es im echten New York bewölkt ist, dann ist das auch im virtuellen New York so. Irre. Das war die X019 bis hierhin. Wir haben nicht ganz so viele neue Sachen gesehen, aber trotzdem auch ein paar kleine Perlen, wie zum Beispiel den Microsoft Flight Simulator, was ein Brett, oder auch Grounded, das fand ich sehr putzig, bin ich sehr gespannt drauf. Aber das war auch noch lange nicht alles, denn jetzt kommt ja noch die Inside Xbox Show und da werden, glaube ich, auch noch ein paar neue News gedroppt. Klar, News sind immer neu. X019 in London. Who's excited? Yes! Yes, you are! Dann fassen wir mal das Wichtigste zusammen. Rare hat eine neue IP vorgestellt. Der Titel heißt Everwild und zeichnet sich durch einen schönen reduzierten Grafikstil aus, der allerdings in der letzten Zeit ein bisschen überstrapaziert wird. Gefühlt sieht doch jeder zweite Indie-Titel so aus, findet ihr nicht auch? Dann gab es erstmals einen Gameplay-Trailer zu Age of Empires 4 zu sehen. Und ja, das war schick. Die detailliert animierten Truppen und die eindrucksvoll kollabierenden Gebäude können sich sehen lassen. Ein bisschen zu bunt ist es vielleicht. Und eine weitere Überraschung kam von Dontnod, den Machern von Life is Strange. Mit Tell Me Why liefern sie uns ein Abenteuer um die Zwillinge Tyler und Allison, die unterschiedliche Erinnerungen an ihre bewegte Kindheit haben und diese gemeinsam erforschen wollen. Tell Me Why soll in 3 Episoden aufgeteilt sein, die alle im Sommer nächsten Jahres erscheinen. Nicht ganz so spannend, aber doch nennenswert, ist die Ankündigung der fast kompletten Final Fantasy Reihe für den Game Pass ab 2020. Das Sortiment umfasst alle Teile von Teil 7 bis Teil 15, nur Teil 14 ist nicht dabei. Über den verhandelt Phil Spencer noch mit Square Enix. Und ebenfalls ab 2020 im Game Pass enthalten sein werden die 3 Yakuza-Titel Zero, Kiwami und Kiwami 2. Cool. Außerdem wurden noch ein paar Release-Dates bekannt gegeben. Ninja Theory's Teamklopper Bleeding Edge kommt am 24. März, das Endzeit-RPG Wasteland 3 am 19. Mai und Halo Reach erscheint am 3. Dezember in der Master Chief Collection. Ja, du hast richtig gehört, Halo-Zocker im Hintergrund. 3. Dezember! So, das waren unserer Ansicht nach die wichtigsten Punkte, auch wenn die Leute vor Ort wohl auch so Sachen wie Kart Rider Drift richtig geil fanden. Oder den Shadow Drop einer neuen Kingdom Hearts 3 Demo. Sneaky. Oder wie Project X Cloud die Power der Xbox in die Cloud bringt. Ja, nee, ist klar. Viel Spaß noch beim Feiern. Wir sind raus. Ciao. Aufgepasst, True Story. Eigentlich wollte Markus heute sein absolutes Hype-Spiel vorstellen. Pokémon Schwert und Schild. Das ist aber noch nicht da. Und deshalb saß der Markus die ganze Zeit in der Redaktion, hat rumgeflennt. Da haben wir gedacht, komm Markus, dann spiel doch das nächstbeste Spiel, bei dem man kleine süße Tiere einsperren kann. Planet Zoo. Ob es dem Markus aber auch so gut gefallen hat wie Pokémon, das erfahrt ihr jetzt. Mittagszeit bei den Dickhäutern. Während die einen sich's schmecken lassen, hält Nilpferddame Latoya erstmal Schönheitsschlaf. Pfleger Heiko freut's. Ja, also die Latoya, die weckt so schnell nichts auf. Ich meine, selbst wenn die Bonobos nebenan mal wieder ein bisschen Radau machen, dann. Dann schläft die weiter. Und das ist auch gut so, denn dann weiß ich, dass sie glücklich ist. Die Zufriedenheit unserer Tiere ist unsere wichtigste Aufgabe. Da die Tierchen sehr anspruchsvoll sein können, gibt es da eine Menge zu beachten. Das Gehege muss zum Beispiel groß genug sein und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten bieten. Das bedeutet, die Tiere brauchen einerseits genug Höhlen oder Unterstände, aber auch Ecken, in denen sie nicht pausenlos von Besuchern begafft werden. Dann muss der Boden zur Tierart passen, also das richtige Verhältnis von Gras, Erde, Wasser oder auch Schnee. Dafür haben wir zwar moderne Werkzeuge und können ein Gehege in Sekunden ummodellieren, trotzdem verkommt das oft zu nerviger Fummelarbeit. Find halt mal das Büschel überlappendes Gras in so einem riesigen Gehege. Der Rest ist aber weniger stressig.
Die Bepflanzung und die Wahl der richtigen Beschäftigungsmittel wie Spielzeug oder Futterspender gehen mit praktischen Filteroptionen flott und einfach. Bestimmte Tierarten brauchen dann noch mehr Artgenossen oder wollen es vielleicht etwas wärmer oder kälter. Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, aber für die meisten Tiere reicht das. Sollten wir mal etwas übersehen und den Tieren geht es schlecht, kommen nicht nur weniger Besucher, sondern vielleicht sogar Tierschutzaktivisten. Auch unangekündigte Inspektionen könnten aufkreuzen, die uns fette Geldstrafen aufdrücken. Das wollen wir natürlich nicht und deshalb geben wir Pfleger alles fürs Wohlergehen unserer Zöglinge. Bei den großen Pandas herrscht Aufregung. Grund dafür ist der jüngste Neuzugang der Gruppe. Panda-Junge Ling Ling. Also auf unseren Sprössling hier sind wir besonders stolz, denn große Pandas sind wirklich anspruchsvolle Tiere. Die paaren sich nur, wenn es ihnen hundertprozentig gut geht. Gesundheit. Nachwuchs ist für einen Zoo enorm wichtig. Zum einen zeigt das, dass es den Tieren wirklich gut geht. Zum anderen tragen wir so einen Teil zum Arterhalt bei. Unsere Tiere können wir nicht nur an andere Zoos verkaufen, sondern auch auswildern. Bei bedrohten Arten wie dem Panda bringt uns das sogar noch hohes Ansehen, wodurch unsere Zoobewertung steigt und noch mehr Besucher angelockt werden. Die wollen aber natürlich keine kranken Tiere sehen. Sollte das dann doch mal passieren, komme ich ins Spiel. Dann wird der Patient in Quarantäne gebracht und wieder aufgepäppelt. Um für langfristige Gesundheit zu sorgen, arbeite ich im Forschungszentrum an besserer Medizin oder artgerechter Nahrung. Nur so bleibt das Getier gesund und glücklich. Ja, also das hier ist wirklich mein Traumjob. Und ich bin richtig froh, genau in dem Zoo hier gelandet zu sein. So viele Tiere wie hier gibt's in virtuellen Zoos selten. Über 70 Arten, darunter natürlich Klassiker wie Elefanten, Tiger oder Löwen, aber auch ungewöhnlichere Exemplare wie kleine Pandas oder Goliathfrösche. Die verschiedenen Spezies sind größtenteils echte Augenweiden. So schicke und lebensechte Tiere sieht man nicht alle Tage. Und dank praktischer Tierkamera kann ich meine Lieblinge auch hautnah bewundern. Ach ja. Was bei all dem Staunen nicht zu kurz kommen sollte, ist unser Bildungsauftrag. Für interne Weiterbildung nutzen wir unser hauseigenes Lexikon Zoopedia. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Bonobos auch Hippies der Tierwelt genannt werden, weil sie fast pausenlos kopulieren? Tolle Tiere! Nanu, Schneeleopardin Leonie auf Streife. Nur leider nicht in ihrem Gehege. Das gibt Ärger. Au! Ja, also, aua! Es ist immer ein bisschen aufregend, wenn so ein Tier ausbüchst, aber au! Keine Sorge, wir sind perfekt darin geschult, aua! Die Lümmel wieder einzufangen. Ja, fein! Zum Glück passiert das nicht so oft. Außer die Mitarbeitergebäude stehen weit von den Gehegen entfernt oder wir haben zu wenig Personal. Dann kommen wir nicht immer dazu, kaputte Zäune schnell genug zu reparieren. Oft ist aber auch einfach die Zooleitung schuld. Die Gehegezäune müssen schließlich auch zur Tierart passen. Das heißt, Affen brauchen eine Kletterbarriere, sonst kraxeln die einfach drüber. Und auch die Höhe der Umzäunung ist wichtig, da einige Biester sehr hoch springen können. Deshalb mag ich auch die kleinen Zoobewohner wie Schlangen oder Insekten. Da wird einfach nur ein Vivarium platziert und sobald das Kleinvieh einzieht, ist alles fertig eingerichtet. Dann nur noch Temperatur und Luftfeuchtigkeit an den Bewohner anpassen und fertig. Der Zoo kann sich mittlerweile wirklich sehen lassen. Aber wie war das denn damals? Zoodirektor Hammel erinnert sich. Also bis hier war es wirklich ein langer, langer Weg. Als ich damals vor vielen Jahren als Zooleiter hier angefangen habe, wusste ich nicht mal, für welche Zoo-Variante ich mich überhaupt entscheiden sollte. Geübte Direktoren wählen natürlich den Franchise-Modus. Hier baut man einen eigenen Zoo von Grund auf neu. Sämtliche wirtschaftliche Hürden inklusive. Dafür ist man aber auch online mit anderen Zoo-Chefs verbunden und kann voneinander Tiere kaufen oder gemeinsam Herausforderungen bewältigen. Das ist total spannend, aber für mich Neuling etwas zu viel. Dann gäbe es da noch die Sandbox-Variante, in der man einen Zoo ohne Geldsorgen aufbauen darf. Ein netter Spielplatz ohne Grenzen, aber für mich immer noch zu komplex. Also habe ich mich für den Karrieremodus entschieden. Hier baue ich keine eigenen Zoos, sondern helfe in bestehenden aus. Das ist ideal für Berufseinsteiger, weil ich hier breit gefächerte Aufgaben löse und dabei alles Nötige lerne. Ja, und ich arbeite jetzt auch schon eine ganze Weile in dem Job und ich merke immer öfter, Tierliebe allein reicht einfach nicht. Im Zoobusiness ist es wie überall anders auch. Ohne Geld läuft nichts. Damit es daran nicht mangelt, brauchen wir mehr als nur glückliche Tiere. Die Leute wollen essen, trinken, Souvenirs kaufen oder vielleicht noch mal mit einer Bahn durch den Park tuckern.
Trotzdem finanzieren wir uns hauptsächlich durch Spenden. Deshalb sind Spendenboxen an den Gehegen enorm wichtig. Je schicker so ein Gehege und vor allem je zufriedener die Tierchen, umso mehr Geld wandert in die Boxen. Viel mehr muss man wirtschaftlich auch nicht beachten. Ob ich regelmäßig die Eintrittspreise oder Gehälter anpasse, ist im Prinzip egal. Hauptsache, die Spendenbox klingelt. Da bringen die vielen Diagramme auch nicht wirklich was. Genug Verantwortung habe ich natürlich trotzdem. Schließlich muss so ein Park auch hinter den Kulissen funktionieren. Also stelle ich genug Mitarbeiter ein und weise ihnen Aufgaben zu, schaue, ob alle Gebäude sinnvoll gesetzt, in Betrieb genommen und mit Strom versorgt sind. Letzteres ist übrigens angenehm simpel, denn Generatoren decken automatisch einen bestimmten Bereich ab. Generell macht die Arbeit Spaß, weil es im Zoo nicht unnötig kompliziert wird. Nur selten wird es dann doch etwas umständlich. Schilder und Lautsprecher werden zum Beispiel nicht einfach nur platziert, sondern müssen noch der passenden Tierart zugewiesen werden. Und letztens war ich 20 Minuten damit beschäftigt, einen Zaun zu reparieren, weil ich unwissentlich immer wieder die falschen Unterbauteile angeklickt habe. Da hätte ich mir einfachere Lösungen und vor allem mehr Erklärungen gewünscht. Das ist aber alles halb so wild, denn ich liebe meinen Job. Klar, die Einstiegshürde ist recht hoch und nerviger Kleinkram zehrt manchmal sehr an meiner Geduld. Beißt man sich da aber durch, steht man fix vor gigantischer kreativer Freiheit und kann sich den Zoo seiner Träume bauen. Da verzichte ich auch gerne mal auf wirtschaftlichen Tiefgang, denn die Stars sind einfach die Tiere. Und das ist bei einem Zoo doch auch das Wichtigste. Hallo liebe Freunde der gepflegten Newshause. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was für euch. Und passend zum ersten Thema legen wir gleich mal richtig schnell los. Der rasende blaue Igel ist wieder da. Genauer gesagt sein Leinwand-Ebenbild. Nachdem der erste Trailer zum Filmprojekt einen Shitstorm auslöste, haben sich die Macher für ein Facelift des Stachelmanns entschieden. Und das hat sich gelohnt. Der neue Trailer zeigt Sonics aktuellen Look und er ist tatsächlich viel näher am Spiel-Igel als die Variante davor. Verantwortlich für das Redesign ist unter anderem Tyson Hess, der bereits die Zwischensequenzen für Sonic Mania umgesetzt hat. Die Fans reagieren positiv. Nicht nur wurde der Trailer deutlich öfter geliked als disliked, auch der Kommentarbereich überschlägt sich mit Lob und Danksagung. Geht doch! Es wird spannend. Am 19. November geht Google Stadia an den Start. Durch einige Details drückt der Suchmaschinenriese jetzt aber die Erwartungen. Grund ist die magere Spielauswahl zum Release. Gerade einmal 12 Titel stehen anfänglich zum Stream zur Verfügung und nur einer davon ist Stadia-exklusiv. Gilt von den Rhyme-Machern Tekkia Works. Der Rest sind alte Bekannte wie Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey und Red Dead Redemption 2. Noch in 2019 soll das Line-Up allerdings durch 14 weitere Titel aufgestockt werden. Leider werden Stadia aber auch einige Features fehlen, von denen bei der Ankündigung noch die Rede war. Unter anderem müssen wir auf Crowdplay und Stageshare verzichten, die Streamern die Möglichkeit gegeben hätten, Zuschauer auf Knopfdruck mitspielen zu lassen oder einen Spielstand zu teilen. Aber auch Family Sharing und Achievements dürft ihr zu Beginn noch nicht erwarten. Die meisten Funktionen werden wohl erst 2020 nachgereicht. Jetzt aber genug der ausführlichen News, würde ich sagen. Jetzt wird getickert! Schon wieder Kojima. Der Death Stranding-Schöpfer hat es ins Guinness-Buch der Weltrekorde geschafft. Hideo Kojima ist damit hochoffiziell der Game Director mit den meisten Followern sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Owei G2. Letztes Wochenende wurden die World Championship Finals von League of Legends ausgetragen. Zum zweiten Mal in Folge konnte ein chinesisches Team vor rund 15.000 Zuschauern den Sieg nach Hause holen. Mit einem 3:0 gewann FunPhoenix Plus in einem rund eineinhalbstündigen Match gegen die Hoffnungsträger G2 Esports. Schnell geschmiedet. Warcraft 3 Reforged soll noch im Dezember erscheinen. In einem Interview mit Polygon bestätigte Executive Producer Robert Breidenbecker außerdem, dass die bisher geplante Anpassung der Story an die Lore von World of Warcraft leider verworfen wurde. Gerüchte Hexenküche. Da ist noch nicht einmal Cyberpunk 2077 aus der Tür, da heizt Autor Jakub Schamalek schon wieder die Gerüchte für den Hexer an. Seiner Aussage nach könnte es zu einem vierten Teil kommen, weil den Schreiber noch das ein oder andere Detail der Geschichte unter den Nägeln brennt. Er folgt von einem anderen Stern. Publisher Take-Two zeigt sich zufrieden mit den Verkäufen von The Outer Worlds. Zwar werden in dem aktuellen Finanzreport keine Zahlen genannt, trotzdem heißt es, dass die eigenen Erwartungen übertroffen wurden. Sehr schön. So, und bevor wir jetzt einen Deckel drauf machen, hier noch eine beeindruckende und etwas ernstere Angelegenheit. Fractured Minds ist ein ganz besonderes Puzzle-Adventure. Es behandelt Themen wie Depressionen, Angststörungen und Einsamkeit. Entwickelt wurde es von der 17-jährigen Emily Mitchell, die 40% der Einnahmen an die Wohltätigkeitsorganisation Safe in Our World spendet, die sich mit mentaler Gesundheit auseinandersetzt. Wer das schöne Projekt unterstützen möchte, findet Fractured Minds ab sofort auf PS4, Xbox One, Switch und PC. Daumen hoch für Emily, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Sehen Sie nun das brandneue interaktive Moderationsfeature. Welche Überleitung darf es denn sein?
Was Besseres fällt euch nicht ein, ihr Lusch. Ey! Dann mach den Scheiß doch einfach selbst. Kannst mal gucken, wie schnell du hier Moderationen schreibst. Dauert fast eine Viertelstunde jedes Mal. Ich mach das nicht mehr ganz. Ich hab nur einen Scheiß allein. Das ist mein Lambo. Wenn ich Gas gebe, brüllt er wie ein tollwütiger Puma auf der Hantelbank. Mit Custom-Felgen, so breit wie Treckerreifen und einer verchromten Doppelnülle, die Feuer hustet. Ich ramme meinen Fuß ins Pedal. Bam! Gemeinsam mit einem Rudel Prachtboliden ballere ich in die City. Der Gegenverkehr hupt wie blöde und ein paar Polizeisirenen schreien nach Mutti. Scheiß auf die Loser. Ich gehe nicht vom Gas, denn ich spüre einen unglaublich heftigen Bedarf an Geschwindigkeit. Tja, auf Deutsch klingt Need for Speed ein bisschen lame. Passt aber, denn jetzt mal ganz ehrlich, EA, der Drops ist gelutscht. Need for Speed Heat ist der fucking 24. Teil der Reihe und bedient schon wieder die 3 Ps. Pimpen, Protzen, Polizei. Vor allem das olle Fast and Furious Setting ist so abgewienert wie Vin Diesels Glatze. Die Story, man spielt einen offensichtlich farbenblinden Idioten, der heftigste Street Racer werden will und sich deshalb mit zwei hippen Garagenaffen zusammentut. Die handysüchtigen Modeopfer stehen vor allem auf fette Karren. Das ist ein guter Wagen. Und reden gern cooles Zeug. Okay, der Rookie ist selbstbewusst. Außerdem mögen sie Instagram. 5 Minuten online und wir haben schon hunderte Views. Ein Typ hockt sogar bei jedem Rennen hinter euch und fotografiert den Auspuff. Geiles Hobby. Und alle hassen sie die bösen Cops. Denn diese Schweine behaupten ja, dass illegale Straßenrennen illegal sind. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Need for Speed Heat ist jedenfalls wieder mal ein ärgerliches Klischee-Massaker und eine typische Cutscene sieht ungefähr so aus. Dicker, gib dir die geile Karre. Guck mal, Alter. Guck dir den Auspuff an. Schieß, was ein Rohr macht. Feuer und bling, bling. Ey, was ist los, Digga? Die Cops sind nur noch Staub. Das war's, ihr Pisser. Knüppel in your face. Richtig platt halt. Mein Vorschlag, wie wär's denn mal mit echten Emotionen? Oh, ich hab so Angst, dass meine Karre nicht ballert. Ich hasse diese Welt. Und sieh mal, wie traurig der Auspuff röchelt. Ich wünsche mir fast, die Cops würden mich verprügeln. We feel your pain, boys. Aber auch wir sind frustriert. Also setzt das Prügel. This life ain't worth living. Oh, jemanden brechen, der die Welt schon gebrochen hat. Süßer Schmerz. Okay, irgendwie unangenehm. Wie wär's denn wenigstens mit gebildeten Leuten? Sieh doch mal, mein höchstpotentes Kraftfahrzeug. Großartig, mein Lieber. Und das Endrohr, wie es schimmert. Da bleibt der Polizeiapparat höchstwahrscheinlich chancenlos. Zweifelsohne. Dies ist ein Irrglaube. Ihr kommt in Gewahrsam. Doch vorher sanktionieren wir euch mit dem Einsatzstock. Oh, weh. Au! Welche Agonie! Direkt aufs Schlüsselbein! Genannt Clavicular auf Latein! So halte er sein Schattenmaul. Der Anwalt meines Vaters wird von diesem Vorfall erfahren. Dann spürt ihr die Macht der Judikative. Na gut, lassen wir das. Eine Story über Street Racing kann man wohl nicht retten. Überraschung gibt's eh keine. Und wenn man aufhört, danach zu suchen, bemerkt man plötzlich widerwillig, oh nein, ich habe Spaß. Need for Speed Heat fühlt sich an wie ein Greatest-Hits-Album. Nicht gerade frisch, aber für jeden was dabei. Egal, ob das detaillierte Tuning, die schön designte Open World mit zahlreichen Aufgaben und Rennevents, die vielfältigen Rennmodi oder die krassen Polizeiverfolgungsjagden. Sämtliche Elemente greifen schön ineinander. Zu Beginn bekommt man ein Auto geschenkt, zum Beispiel diesen BMW. Ist zwar ein richtiger Assi-Schlitten, aber in Schwarz kommt er plötzlich geil. Irisch, dem Schabe. Die optischen Tuning-Möglichkeiten sind eh ein Traum. Tausende Lackierungen, Spoiler, Felgen, Schweller, Leuchten und Kotflügel wollen verschraubt werden. Sogar krass nerdiges Zeug wie der Grad des metallischen Röchelns des Auspuffs lassen sich customizen. Faszinierend. Verlässt man die Garage, stellt einen das Spiel vor die Wahl. Nachtrennen oder Tagrennen. Und die Unterschiede sind heftig. Bei Nacht sind Rennen illegal. Erwischt euch die Polizei, steigt das Heat-Level und sie klebt euch am Hacken. Gern auch mitten in einem Rennen. Zusammen mit dem typisch brutalen Tempo, den Sprungschanzen und den Abkürzungen fühlt sich das an wie in besten Need for Speed Underground-Zeiten. Und obendrauf stresst einen der Gegenverkehr, den man gern mal übersieht. Willkommen in der echten Welt.
Wählt ihr stattdessen den Tag, fahrt ihr auf abgesteckten Strecken komplett ohne Cops und Verkehr. Klingt jetzt langweilig, spielt sich aber wie eine spaßige Billo-Version von Need for Speed Shift. Und die Tageszeiten-Zweiteilung hat noch einen weiteren Kniff. Bei Tag sammelt ihr Preisgeld, um Tuningteile und Autos kaufen zu können. Bei Nacht verdient ihr euch Rufpunkte, um das teure Zeug überhaupt erst freizuschalten. Das Perfide daran, die Punkte werden mit dem Heat-Level multipliziert. Und das verleiht ihr zum Risiko. Man bestreitet mehr Rennen nacheinander und ärgert die Polizei mit Absicht. Schafft man es aber danach nicht, die Punkte in eine der vielen Garagen zu fahren, ist alles futsch. Die Krawallpolizei macht Nachtrennen jedenfalls zu regelrechten Gewaltorgien. Aber was treiben die eigentlich tagsüber? Polizei, Hilfe, meine Katze ist weg. Ja, kann man nichts machen. Aber trink ein Käffchen, ne? Ja, aber es wird doch gleich dunkel. Nachtschicht! Ja, die Cops werden nachts schon ab Heatstufe 2 zu aggressiven Motherfuckern, die man übrigens am besten mit Sprungschanzen abschüttelt. Manchmal muss man sogar wie eine Oma über den Acker schleichen oder die Akro-Cops mit Geld bestechen, was später zum Glück möglich ist. Mit den geretteten Rufpunkten geht's dann ins überraschend komplexe Performance-Tuning. Hier stellt sich die Frage, pimpt ihr euren alten Hobel immer weiter auf, was fast unbegrenzt möglich ist, oder kauft ihr gleich eine der 127 Karren im Autohaus? Ein Tipp, kauft euch zumindest drei Autos und pimpt sie mit passendem Fahrwerk und Reifen in die verschiedenen Ausrichtungen Drift, Straßenrennen und Offroad. Denn tritt man beispielsweise mit einer reinen Straßenflunder bei einem Driftrennen an, muss man die Karre übelst treten. Berti, beeilt die Kiste nicht! Die Driftrennen und die recht schwerfälligen Offroad-Events sind auch eher eine nette Dreingabe. Das Sahnestück sind die klassischen Asphaltrennen. Hat man seine Karre korrekt darauf abgestimmt, fährt man jedoch fast wie auf Schienen. Und das ist langweilig. Die Lösung? Immer Vollgas fahren und per einfachem Knopfdruck wie ein Irrer durch die Kurven sliden. Das ist erstens viel schneller, zweitens gibt's kein echtes Schadensmodell und drittens stehen Hindernisse eh nur da, um überrollt zu werden. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, das Ganze lässt sich komplett im Multiplayer spielen. Dann nehmen auf Wunsch andere Spieler an den Rennen teil und ihr könnt einer Crew beitreten. Außerdem könnt ihr den Look eures Helden auswählen und detailliert anpassen. Und wie immer wurde die schicke Open World mit Nebenaufgaben übersät. Durch Radarfallen rasen, Polizeiplakate zerstören oder Flamingos sammeln. Das übliche Daddelzeugs halt. Computer Gaming. Oh yeah. Das schenkt mir Freude. Fazit: Man kann nicht behaupten, dass Need for Speed Heat ein besonders wertvolles Spiel ist. Und an Forza Horizon 4 kommt es durch die etwas schwammige Fahrphysik auch nicht ran. Aber es gibt keine gravierenden Mängel wie eine spürbare Gummiband-KI oder die nervigen Speedcards aus Need for Speed Payback. Das Tag-Nacht-System ist außerdem fast schon originell und das detaillierte Tuning hat uns ziemlich überrascht. Das Wichtigste ist aber, man hat richtig Bock, wie ein Bekloppter zu rasen. Heat ist ein spaßiges Best-of der Serie, die jetzt aber wirklich mal länger aussetzen könnte, EA. Wird aber nicht passieren. Also, scheiß drauf. Fuß aufs Gas. Und so brettert diese Sendung auch schon wieder über die Ziele. Schade, Mann. Ich war gerade erst so richtig warm. Ja? Ja, ja. Guck mal hier. Da ist noch mehr für dich. Wenn du noch was gucken willst, nimm noch eins von diesen Videos da. Aber wenn ich das jetzt gucke, was machen dann die Zuschauer währenddessen? Ja, die Zuschauer, die können zum Beispiel die Glocke anglocken oder, weiß ich nicht, den Channel abonnieren und uns einen Kommentar hinterlassen, wie euch das alles gefallen hat. Oder einen Brief schreiben, ne? Wiederschauen. Reingehauen.